Neue Stromtrassen werden errichtet, als Freileitung über oder in Kabeln unter der Erde. Übertragen wird in der Regel Drehstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz. Dafür werden pro System 3 Einzelleiter benötigt. In den Übertragungsnetzen sind Freileitungen mit bis zu 380.000 Volt Spannung üblich. Die Spannung zwischen den Leitern und dem Erdboden ruft ein elektrisches Feld hervor. Fließt ein Strom, entsteht um die Leiter zusätzlich ein magnetisches Feld. Beide Felder sind direkt unter den Leitern am größten. Der Transport elektrischer Energie über weite Strecken in Erdkabeln ist technisch aufwendiger. Direkt über einer Kabeltrasse ist das Magnetfeld ähnlich hoch wie unter Freileitungen. Mit seitlichem Abstand zur Kabeltrasse nimmt es aber schnell ab, weil Erdkabel dichter beieinander verlegt werden können. Die elektrischen Felder von Erdkabeln werden durch das Erdreich vollständig abgeschirmt. Auch elektrische Felder von Freileitungen können zum Beispiel durch eine Gebäudewand fast vollständig abgeschirmt werden. Magnetische Felder von Freileitungen und Erdkabeln allerdings kaum. Auch beim Betrieb von elektrischen Geräten und in der Umgebung von hausinternen Stromleitungen entstehen Magnetfelder. In unmittelbarer Nähe der Geräte sind die Magnetfelder häufig höher als unter Freileitungen. Mit zunehmendem Abstand nehmen sie aber schnell und deutlich ab. Neue Stromtrassen werden errichtet, als Freileitung über oder in Kabeln unter der Erde. Übertragen wird in der Regel Drehstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz. Dafür werden pro System 3 Einzelleiter benötigt. In den Übertragungsnetzen sind Freileitungen mit bis zu 380.000 Volt Spannung üblich. Die Spannung zwischen den Leitern und dem Erdboden ruft ein elektrisches Feld hervor. Fließt ein Strom, entsteht um die Leiter zusätzlich ein magnetisches Feld. Beide Felder sind direkt unter den Leitern am größten. Der Transport elektrischer Energie über weite Strecken in Erdkabeln ist technisch aufwendiger. Direkt über einer Kabeltrasse ist das Magnetfeld ähnlich hoch wie unter Freileitungen. Mit seitlichem Abstand zur Kabeltrasse nimmt es aber schnell ab, weil Erdkabel dichter beieinander verlegt werden können. Die elektrischen Felder von Erdkabeln werden durch das Erdreich vollständig abgeschirmt. Auch elektrische Felder von Freileitungen können zum Beispiel durch eine Gebäudewand fast vollständig abgeschirmt werden. Magnetische Felder von Freileitungen und Erdkabeln allerdings kaum. Auch beim Betrieb von elektrischen Geräten und in der Umgebung von hausinternen Stromleitungen entstehen Magnetfelder. In unmittelbarer Nähe der Geräte sind die Magnetfelder häufig höher als unter Freileitungen. Mit zunehmendem Abstand nehmen sie aber schnell und deutlich ab. Neue Stromtrassen werden errichtet, als Freileitung über oder in Kabeln unter der Erde. Übertragen wird in der Regel Drehstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz. Dafür werden pro System 3 Einzelleiter benötigt. In den Übertragungsnetzen sind Freileitungen mit bis zu 380.000 Volt Spannung üblich. Die Spannung zwischen den Leitern und dem Erdboden ruft ein elektrisches Feld hervor. Fließt ein Strom, entsteht um die Leiter zusätzlich ein magnetisches Feld. Beide Felder sind direkt unter den Leitern am größten. Der Transport elektrischer Energie über weite Strecken in Erdkabeln ist technisch aufwendiger. Direkt über einer Kabeltrasse ist das Magnetfeld ähnlich hoch wie unter Freileitungen. Mit seitlichem Abstand zur Kabeltrasse nimmt es aber schnell ab, weil Erdkabel dichter beieinander verlegt werden können. Die elektrischen Felder von Erdkabeln werden durch das Erdreich vollständig abgeschirmt. Auch elektrische Felder von Freileitungen können zum Beispiel durch eine Gebäudewand fast vollständig abgeschirmt werden. Magnetische Felder von Freileitungen und Erdkabeln allerdings kaum. Auch beim Betrieb von elektrischen Geräten und in der Umgebung von hausinternen Stromleitungen entstehen Magnetfelder. In unmittelbarer Nähe der Geräte sind die Magnetfelder häufig höher als unter Freileitungen. Mit zunehmendem Abstand nehmen sie aber schnell und deutlich ab.